Diese Aufnahmen stammen vom April 2016. Hier stellt sich Erzbischof Ivan Jurkovic offiziell dem Generaldirektor der UN Genf vor. Papst Franziskus hatte den Erzbischof am 13. Februar 2016 zum ständigen Beobachter des Heiligen Stuhls bei der UN in Genf ernannt. 5 Jahre später, am 5. Juni diesen Jahres, schickte der Papst den Erzbischof von Genf nach Ottawa in Kanada. Normalerweise ist die erste Frage, die man stellt, die, wie Sie wissen, die Grundvoraussetzung für unser Leben geworden ist: Wo ist Wi-Fi? Für diese Folge unseres Programms sind wir für Sie tief in unser Archiv hinuntergestiegen und haben einige Aufnahmen der letzten 5 Jahre mit dem Erzbischof herausgesucht. Das alles in Verbindung mit unserem Gespräch zu seiner Versetzung nach Kanada. Jetzt hier im EWTN-UN-Blog. Guten Tag. Ivan Jurkovic wurde 1952 in Kočevje, Slowenien, geboren, auch die Heimat eines bekannten Waldhonigs. Erzbischof Jurkovic war unter anderem apostolischer Nuntius in Weißrussland, in der Ukraine, in der Russischen Föderation und seit 2016 ständiger Beobachter des Heiligen Stuhls beim Büro der Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen in Genf. Wie schon so oft in den vergangenen Jahren begrüße ich auch diesmal wieder den apostolischen Nuntius in Genf, seine Exzellenz Erzbischof Ivan Jurkovic. Guten Tag. Guten Abend, Christian. Über 5 Jahre ziehen Sie nun schon den Karren in Genf, wie Ihr Vorgänger Kardinal Tomasi zu sagen pflegte, als er Nuntius war. Jetzt hat Ihr Chef angeordnet, die Koffer zu packen und 6038 Kilometer weiter in Kanada Ihre Zelte aufzustellen. Wussten Sie, dass dies Ihr nächster Auftrag sein würde? Es ist immer eine große Überraschung für uns, einen neuen Auftrag zu erhalten, Christian. Es ist keine Überraschung, einen Auftrag zu erhalten, aber wohin wir gehen, wird nach den Richtlinien, die für unseren Auslandsdienst gelten, entschieden. Und ich denke, das sind auch gewissermaßen die Spuren des Willens Gottes für unser Leben. Ich habe nie an Kanada gedacht. Ich habe vorher auch nie an Russland gedacht. Und ich bin jetzt fast 40 Jahre im diplomatischen Dienst. Was mich angeht, war fast jeder Einsatz eine Überraschung und immer irgendwie auch eine Herausforderung für mich ganz persönlich. Aber ich habe sofort sehr positiv darauf reagiert. Ich bin glücklich über das, was wir hier in Genf erreicht haben. Wir hatten ausgezeichnete 5 Jahre, auch dank Ihrer Berichterstattung. In der letzten, sehr intensiven Periode wurde eine sehr wichtige Entscheidung getroffen, nämlich, dass der Heilige Stuhl Beobachter, nicht Mitgliedstaat bei der Weltgesundheitsorganisation wird. Und so könnte man sagen, dass wir an einem Punkt angekommen sind, der auch ein Neubeginn ist. Also Kanada ist eine neue Herausforderung, der ich mich gerne stelle. Die Vereinten Nationen und andere internationale Systeme sind sehr komplex und es braucht Zeit, sie zu verstehen und sich auszukennen. Der Erzbischof war stets ein gern gesehener Teilnehmer und Redner bei vielen UN-Meetings, auch wenn der Heilige Stuhl nicht immer die Meinung der UN vertritt. Auch als Gastgeber war er immer sehr erfolgreich und lud viele UN-Kollegen ein, die der Einladung gerne folgten. Es scheint nun so, dass gerade als der Erzbischof sich nach 5 Jahren in Genf eingelebt hat, er nun den Lernprozess von Neuem beginnen muss. Hat der Papst, als er den Marschbefehl nach Kanada erteilte, Ihnen eine Liste von Dingen geschickt, die Sie in Kanada angehen oder erreichen sollen? Wenn wir eine Ernennung erhalten, ist das nur der erste Schritt. Der zweite Schritt
ist die Audienz beim Papst. Ich habe gestern die Mitteilung erhalten, dass meine Audienz beim Papst am 21. Juni sein wird. Das heißt, in 2 Wochen erwarte ich einige sehr konkrete Anweisungen von ihm, auch im Hinblick auf die derzeit schwierige Lage in Kanada, was bestimmte Ereignisse, die wir alle kennen, angeht. Ich warte also jetzt auf dieses Treffen mit dem Heiligen Vater in Rom. Und dann werde ich mich auch mit meinem Vorgesetzten aus dem Staatssekretariat, unserem Außenministerium und einigen anderen, die für die Beziehung zu Kanada zuständig sind, treffen. Und danach werde ich eine wirklich genaue Vorstellung davon haben, was meine Mission sein wird und wie ich anfangen und mich diesen neuen Herausforderungen stellen soll. Es ist ein großes Land, ein sehr komplexes Land mit multikulturellen und mehrsprachigen Wurzeln. Ein riesiges Gebiet, ein herausfordernder Ort. Ich hoffe, dass ich ausreichende Anweisungen bekomme, um anzufangen und meine Mission zu beginnen und mit voller Begeisterung mich so schnell wie möglich in das Leben der Kirche und der Gesellschaft einzubringen. Was ist das Allererste, was Sie nach Ihrer Ankunft in Kanada tun werden? Als Allererstes werde ich mich im Haus umschauen. Nun, das Haus ist eher eine Residenz, wie ich gehört habe, in einem großen Park, eine ähnliche Umgebung wie hier in Genf, die Sie ja sehr gut kennen, Christian. Und dann werde ich einfach versuchen, mich einzuleben. Normalerweise ist die erste Frage, die man stellt, wenn man an einen neuen Ort kommt, die, wie Sie wissen, die Grundvoraussetzung für unser Leben geworden ist: Wo ist Wi-Fi? Und man nimmt Kontakt auf mit all den Leuten, die man zurückgelassen hat. In der Vergangenheit war das ja so kompliziert und man musste so viel Geld für Anrufe und Ferngespräche bezahlen, aber heute können wir rund um die Uhr online sein. Wissen Sie, ich erinnere mich an früher, wenn wir Gäste hatten in der Mission. Die wollten als Erstes wissen, wie man den Fernseher einschaltet, aber heute nicht mehr. Niemand hat ein Problem mit dem Fernseher. Sie möchten nur den Wi-Fi-Code haben. Und ich denke, das wird auch mein erster Schritt sein. Ich habe bereits eine sehr nette Videobotschaft von meinen Mitarbeitern erhalten und ich freue mich, sie zu treffen. Ich kenne nur einen aus der Vergangenheit. Ein Mitarbeiter, ein diplomatischer Kollege, ist auch aus Slowenien, was sehr interessant sein wird. Wir werden also 2 Slowenen am gleichen Ort in der gleichen Mission sein. Und das war in der Vergangenheit noch nie der Fall und könnte, nun ja, herausfordernd sein. Er wird mich also in die Umgebung einführen und dann werde ich sehen, wie ich mein Leben einrichte. Aber man sagt, dass es ein sehr schöner Ort sei. Kanada an sich ist ja spektakulär und ich bin sehr gespannt, was die nächsten 5 Jahre meines Lebens bringen werden. Ich weiß nicht, wie lange, aber es werden wahrscheinlich wieder 5 Jahre sein. Das ist also eine übliche Prozedur für mich. Also in einer halben Stunde hat man bereits eine Vorstellung von allem und schmiedet seine ersten Pläne. Und ich würde sagen, in 2 Tagen ist man schon sesshaft geworden. Wissen Sie, denn nach so vielen Einsatzorten ist Kanada für mich der 10. Einsatz. Ich bin schon 9-mal umgezogen. Das Beste ist, sich sofort anzupassen, nicht zu sehr an die Vergangenheit zu denken. Aber dann, wissen Sie, mit der Zeit kommen die Emotionen, Erinnerungen und Nostalgie und so weiter. Und daher muss man gleich am Anfang sehr schnell handeln. Und das werde ich tun, da bin ich mir sicher. Wir haben in den vergangenen Jahren viele Interviews mit Erzbischof Jurkovic geführt. Neben den wöchentlichen Berichten hier bei EWTN TV haben unsere Kollegen von EWTN News Nightly in Washington oft auch Ausschnitte in englischer Sprache verwendet. Die Originalinterviews sind übrigens immer in Englisch und werden später von uns ins Deutsche übersetzt. Exzellenz, aus Ihrer Sicht, konnten und können unsere Berichte hier bei EWTN, unsere Interviews über die Arbeit des Heiligen Stuhls für diesen hilfreich sein? Ja, Christian, es ist die allgemeine Meinung,
dass große Institutionen ein Problem mit der Kommunikation, mit der Gesellschaft, mit der Öffentlichkeit haben. Ich denke, das ist ein enormes Problem. Schauen wir uns an, was wir tun, um die Tätigkeit der Schulen zu präsentieren. Die Schulen sind das wichtigste System in unserer Gesellschaft, aber wir hören fast nichts darüber in unseren Medien. Wir wissen nicht genau, was in den Schulen vor sich geht. Wenn also etwas schiefläuft, etwas passiert, sagen die Leute, wie ist das möglich? Nun, wahrscheinlich ist das Leben in den Schulen echt hart. Lehrer sein ist kein einfacher Job. Das heißt also, dass große Institutionen die Unterstützung der Medien brauchen, um zu zeigen, was sie tun. Das ist das Gleiche mit dem Militär, wissen Sie? Das Militär ist eine große Institution, von der niemand genau weiß, was sie ist und was sie tut. Und das Gleiche gilt auch für internationale Organisationen. Wir müssen zeigen, was wir tun, und das ist keine einfache Sache. Es ist nicht einfach, Interesse zu wecken an dem, was wir tun, weil es oft zu technisch ist. Viele sagen, es sei nicht effizient genug. Sie würden gerne mitreden und mitentscheiden, und das würde die Welt ändern. Aber wie wir wissen, hat jede Entscheidung nur begrenzten Einfluss auf die reale Welt. Was bedeuten schon Entscheidungen, wenn sie niemand akzeptiert? Gar nichts. Das heißt also, wir müssen kommunizieren. Wir haben heute so viele, viele Möglichkeiten, die in der Vergangenheit nicht bestanden. Und es ist heute so einfach, etwas aufzunehmen, zu vervielfältigen, zu drucken oder per E-Mail zu verschicken und so weiter. Aber der Zugang für uns zum Fernsehen, zu Ihrem Sender, das ist nicht so oft der Fall. Ich denke, das ist für uns ein großes Geschenk. Ich persönlich war Ihnen und EWTN immer sehr dankbar, weil es einmalig ist und etwas ist, das wir brauchen. Es ist mehr für mich als nur eine Option. Denn ich weiß, wie schwierig es normalerweise ist, einen Sendeplatz für ein solches Programm zu finden. Ich weiß, dass es so viele andere Programme gibt, besonders wenn man im kommerziellen Bereich tätig ist, hat man einen großen Bedarf, andere Inhalte zu bringen. Aber die Aufmerksamkeit einer größtmöglichen Öffentlichkeit auf das zu lenken, was wir hier in Genf machen, ich denke, das ist sehr, sehr nützlich für uns. Und vor allem, weil es auch in englischer Sprache ist und damit nicht nur einem regionalen Publikum, sondern einem internationalen Publikum zugänglich gemacht wird. Es ist also ein hochgradiger, willkommener und nützlicher Dienst, den Sie für uns und, wie ich glaube, auch für die Kirche leisten. Exzellenz, darf ich Sie bitten, ein paar Worte direkt an unsere EWTN-Zuschauer zu richten? Ich würde lieber viele Worte an unser Publikum und an EWTN richten. Zunächst einmal danke für diese Initiative, die nun 5 Jahre andauert. Ich habe nicht geglaubt, dass wir all diese Jahre überleben würden. Ich weiß, dass wir uns den Anforderungen anpassen mussten. Ich war immer bereit, das zu tun. Und ich denke, dass wir auch in der Zukunft Möglichkeiten haben werden, uns veränderten Bedingungen anzupassen. Veränderungen, die es im menschlichen Leben immer gibt. Ich denke, was EWTN tut, ist zu ermöglichen, dass unsere Botschaften an bestimmte Orte kommen, die man andernfalls nie erreichen würde. Die Kapazität, bis zu den entferntesten Grenzen unserer Gesellschaft vorzudringen. Das ist schwierig. Die katholische Kirche hat immer diese Struktur gehabt, das ist die Struktur der Pfarreien. Wenn ich mit Leuten hier bei den Vereinten Nationen spreche, glauben viele, dass wir mit der katholischen Kirche, mit den strukturellen Pfarreien, viel effizientere Förderer der Ideen der Vereinten Nationen sein könnten, als das System der Vereinten Nationen selbst. Ich glaube das zwar nicht, aber sie sehen in uns jemanden, der die Kapazitäten hat. Und ich denke, EWTN tut genau das auch. Es stellt uns nicht nur den Menschen vor, die bereits wissen, was wir sind, was wir tun, sondern zeigt es vor allem den Menschen, die andernfalls nie wissen würden, was wir tun oder was wir sind. Die Verpflichtung der Kirche, einen Dialog mit der modernen Gesellschaft zu führen, ist absolut klar. Die Verpflichtung des Papstes, einen Dialog durch multilaterale Organisationen zu führen, ist auch klar. Die Kirche glaubt, dass das globale Problem auf einer globalen Ebene gelöst werden muss. Und die Vereinten Nationen sind eine der Möglichkeiten.
und das Ihnen, liebe Zuhörer und Zuschauer von EWTN, zu zeigen und zu präsentieren, war mir persönlich ein Vergnügen. Ich bin Ihnen dankbar und hoffe, dass mein Nachfolger diese Praxis fortsetzen wird. Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank. Wir hier bei EWTN und CNA Deutsch wünschen Ihnen Gesundheit und viel Erfolg in Ihrer neuen Position in Kanada. Gott segne Sie. Thank you, Christian. Auf die Frage, was er in den letzten 5 Jahren als Highlights bezeichnen würde, nannte der Erzbischof den Besuch des Papstes in Genf 2018 und eher ein trauriges Highlight die Covid-19-Pandemie. Wer der Nachfolger von Erzbischof Jurkovic sein wird, das wird traditionsgemäß erst, nachdem er seinen Posten verlassen hat, vom Vatikan bekannt gegeben. Das kann also noch einige Monate dauern. Wir sind alle gespannt. Als Botschafter wird er unterwegs sein, Erzbischof Jurkovic, aber nicht nur im außenpolitischen Sinne, sondern auch als Botschafter Jesu Christi.